Wie gesagt, bis jetzt noch nie was kaputt gemacht bei dir. Ich hab nichts gemacht, Chat. Was ist Patrick wohl gerade mal erledigen mit seinem Unsichtbarkeitstrank? Patrick! So heiße ich bürgerlich, ja. Warum hast du mein Beacon gestohlen? Hab ich gar nicht. Hast du echt, Patrick? Ich guck mir gerade den Clip dazu an, Patrick. Warum hast du es gemacht? Auch mit Invest Potions sehe ich gerade. Weil alles dafür spricht, dass du meine Rüstung genommen hast. Du kriegst den Beacon auch zurück, wenn ich meine Netherite-Rüstung zurückbekommen habe. Ja, Bro, aber ich hab die wirklich nicht. Also, was soll ich sagen, Mann? Ich habe die nicht. Redest halt Aussage, ich verstehe. Nein! Guck mal, du kannst doch meinen ganzen Stream durchgucken. Du siehst doch in meinem Stream, dass ich sie nicht genommen habe. Du kannst dich einfach hier klauen gehen. Jetzt weiß ich nicht. Ich guck später dein Wort. Sollte das wirklich stimmen? Das kann ich aber verstehen. Man hat ja nicht dauerhaft die Zeit, alles durchzugucken. Jetzt, ne? Ja, okay, aber ich hab's nicht genommen. Ich hab doch schon genug Stress mit Hungriger Hugo, Alter. Digga, hör auf. Da ist ein Hugo, wo du was reinschreiben kannst. Pabo? Ja, hallo. Patrick hat mein Beacon gesprengt. Ich erstatte Anzeige bei der Polizei. Ich habe ihn festgesetzt, jetzt sich gerade ausgelockt. Ich gebe dir 2 Dias, wenn du mit 10 Lava-Eimern kurz hier hinkommst. Also die Anzeige alleine kostet schon 4 Dias. Wir sind hier nicht in der Diktatur. Außerdem kostet auch 2 Dias und das Ermittlungsverfahren beginnt. Halt's Maul, Kev. Komm jetzt hier hin, bitte, Pabo. Ja, ich bin auf dem Weg. Ey, wartet. Ich werd's Sklave, okay? Nein, Digga, du hast gerade mein Beacon einfach kaputt gemacht ohne Grund. Ich hatte einen Grund. Nein, ich habe auch Anzeige. Ich hab nichts damit zu tun. Du kannst mich nicht anzeigen. Ich habe dich vorher schon angezeigt bei Pabo. Wegen was denn? Wegen Diebstahl einer Netherite-Rüstung. Guck doch mal zu, du dummer Nuttensohn! Mach nicht später, aber jetzt ist das nur Aussage! Revi, wo muss ich hin? Komm her. Ja, wohin? Zu dir? 1464 minus 950. Was? Ich sehe dich nicht, Revi, wo? Hä? 1456 minus 950. Ah, da. Pabo, schnell, Angriff. Was, ja, okay, hier. Pack hin. Gib dir. Du kannst rein. Ich hab nicht gesehen, wo er ist. Ey, du kannst dir eine Sache aussuchen. Ich schwöre, wenn es sein muss, Digga, ich mache alles, was du willst, okay? Evi, der Wald brennt. Alles mit einberechnet, Fabo. Habt ihr Petrit erfolgreich getötet? Nee, das machen wir gleich. Petrit, lock dich ein, um deine Strafe zu erhalten. Petrit, der da in seinem Muskelshirt sitzt und sich fühlt wie der größte Barbo. Was ist für ein Kommentar in deinem Chat, Revi? Was ist das für ein Kommentar? Komm, Patrick. Nein, ich joine nicht. Ja, okay. Ding ist, früher oder später joint er ja. Wenn du da eine anständige Falle baust, dann ist er ja sowieso RIP. Ich kann das nicht, du kannst das. Meinst du eine Falle bauen? Ja. Muss ich zurückkommen oder was? Deine Idee, ne? Da mein Stuff wieder? Nein. Dein Stuff? Das ist jetzt mein Stuff, Alter. hast du mal dran gerochen? Da ist eine Überraschung drin. Okay. Mir brennt selber, ihr seid so schlecht in diesem Spiel und ich spiele das jeden Tag. Hit. Scheiße, Mann! Oha, Polizei, Selbstjustiz. Okay, Fabo, Selbstjustiz. Das ist tatsächlich kritisch. Hatte er eine Verhandlung? Ja. Ja, ich habe eine Anzeige von Revi bekommen. Ach so, das war die Verhandlung? Und er ist geflüchtet. Ja, er hat sich damit schuldig bekannt. Weil er Angst hatte, weil zwei Leute auf ihn zu sind. Wir sind ja nicht in Deutschland, sondern in Amerika, da wird direkt geschossen. Ja, das ist ein RP-Server aus Amerika hier. Kev, du weißt es, glaube ich, nicht. Please talk English, please talk English. Wir sind nicht in Dortmund, Kev, oder so, ne? Weil ich auch in Dortmund wohne, was los mit dir? Ach, der versteht's nicht, Alter. Der Immortal Sir, ach komm. Ich bin nicht Patrick. Okay. Ist ja dumm. Ganz kurz. Ihr habt mich jetzt gekillt und meine Sachen sind wahrscheinlich jetzt weg, weil ich den Beacon kaputt gemacht habe. Ja. Aber der Beacon ist gar nicht kaputt gegangen. Ich habe gerade in deinem Stream gesehen, du hast den Beacon in deinem Inventar. Da ist ein anderer, den hat Hugo mir gerade gegeben und den habe ich von ihm abgekauft, Bro. Okay. Kann ich meine Lava einmal wieder haben? Und ich krieg die Dias noch wegen der Anzeige. Okay, das hier. Das brauche ich nicht. Was ist das? Anstatt für das besser als Dias. Digga, den Stuff, der kostet mir 4 Emeralds. Ja, aber ist doch besser als Dias. Okay, guck mal. Nein, ich will Dias haben. Krieg ich meine Diamantsachen zurück? Kein Fall. Digga, weil du mein Beacon kaputt gemacht hast, du Opfer. Du hast doch eh jetzt einen neuen. Ja und? Digga, wenn du meinen Sohn getötet hast und ich einen neuen gezeugt, dann bin ich trotzdem noch sauer. Du vergleichst doch nicht so wieder. jedes Jahr das gleiche. Er vergleicht mal so übelst kranke, extreme Sachen mit einem Minecraft-Item. Ja, prinzipiell gesehen okay, aber Digga, es ist Minecraft. Ja, okay. Komm, krieg ich wieder meine Diamantsachen zurück? Nein. Damit ich einen guten Schaden dieses schönen Projekt habe. Nein. Revi, wo sind die Dias? About that, Fabo. Was? Hallo? Achso, hallo. Ich seh schon nicht die Polizei. Junge, hier ist ein... Hier, liegen da. Liegen da. Danke, bin weg, tschüss. Ciao. Die easiesten 4 Dias meines Lebens. Patrick, es tut mir echt leid, ne, dass es wieder so kommen musste. Komm, gib mir wenigstens die Dias-Sachen. Diamanten. Kann ich ja nicht machen, nein. Ich hab grad 4 Dias bezahlt, holy shit. Was hast du denn 4 Dias bezahlt? Für die Anzeige. Digga, das schnallt hier so hässlich. Ich will kurz Kungos Shop sehen. Er hat hingeschissen. Eben was kaputt gemacht, ich hab jetzt einfach auch willkürlich gemacht. Du kannst diese Kette komm mal zum Shopping District. Diese Kette der Unlogigkeit und dieser Dummheit. Hugo, warum kackt Perry in Shopping District? Kacken. Scheiß da richtig, die dampft sogar noch. Der hat hier richtig fett hingeschissen. Oh mein Gott, ist das nasty.
Das war ich nicht. Ey, Hugo. Ich würde auch gerne Anzeige erstatten. Hugo, warum kackt dein Schnabeltier? Sag dem mal, dass es aufhören soll. Ja, ist jetzt alles wieder gut, Fabo? Ja, da hängen noch ein paar Streifen. Ja, warte. Wer hat denn das da hingebaut, die Kackewurst? Digga, wer hat dir diesen hässlichen Shop hier mit den Slimes gebaut? Von wem ist der denn eigentlich? Der ist ja, ey, der Scheiße, Digga. Und meiner wird dann angezeigt. Hugo, was ist denn mit dir? Was? Hey! Wer war das? Wer war das? Ich weiß nicht. Ich habe so ein Pinguin-Gesicht, aber es war Kati Karenina. Joe steht hier. Wer hat mich gerade gehittet? Joecraft. Wirklich? Hugo? Ja. Nein. Du hast mich angegriffen. Nix da. Was ist? Ich gucke, was ich hier für ein Gelage veranstaltet. Baby noch da oder muss er weg? Ich bin noch hier. Was wünschst du denn vom Geilonachtsmann? Einen prallen Sack, Alter. Ich wünsche mir vom Geilonachtsmann, dass das Schnabeltier angezündet wird. Ich wünsche mir vom Geilonachtsmann, dass der richtig in mein Kissen kommt. Ist es weird? Ich wünsche mir tatsächlich noch zwei Elytras. Du hast doch schon eine von mir. Okay. Gibt's doch etwas Nicht-Materielles, das du dir vom Geilonachtsmann... Hallo? Hallo, ja? Polizei, komm mal bitte her in Polizeistation. Ja. Ich möchte gerne Anzeige erstatten. Aber nicht wegen dem scheißenden Schnabeltier, oder? Nein. Es ist wegen dem Schnabeltier, weil, guck mal, das schießt auf uns. Das schießt auf mein Gebäude. Ja, das schießt auf die Polizei. Anzeige geht raus. Das schießt auf mich. Drei Dias. Ich zahle auch gerne, pass auf. Warte, damit da jetzt sofort was passiert, zahle ich auch. Ich zahle sofort, hier. Ich zahle noch. Ey, nein! Scheiß Revi, Alter. Hat er sich Dias gesnackt? Wir gucken. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Ein bisschen blöd, Alter, wenn er sich Dias gesnackt hätte, ich jetzt weiß so ich nicht. Babo, komm her. Hier. Die Waffe muss sofort weg. Ja, die Waffe muss weg vom Schnabeltier. Okay, ja, das geht. Entwaffne. Komplett. Hugo scheißt die Polizeistation voll. Der kackt gerade die... an. Ja, der hat da reingeschissen. Kann er auch nicht. Lass mal, ich will ihn töten. Darf ich ihn töten? Hab ich die Erlaubnis? Oh, er hat sich ausgelockt. Lass Loch graben. Nee, der ist gleich tot. Die Kacke ist am Dampfen in der Polizeistation, sag ich da. Ja. Oh. Einfach eine Verfolgungsjagd. What the fuck passiert? Ja, spannend, ja. Also die Waffe muss weg, ne? Ich hab bezahlt dafür. Ja, die Waffe kommt auch weg. Aber erstmal muss Hugo weg. Alter, jetzt wird er beleidigend. Beleidigung gegen die Polizei. Also entweder ich töte Hugo oder ich zünd sein Schnabeltier an. Ja, dann kann so ein Unfall nie wieder passieren. Also die Abstimmung sagt anzünden. Ich habe zwar keine gemacht, aber ich... Ah, da fliegt er. Also ich sag mal so, wenn es brennt, würde ich auf jeden Fall nichts dagegen unternehmen, aber... Jo. Also wenn es brennt, dann brennt es halt. Ich weiß nicht, wenn man mich vielleicht bezahlen würde. Das kann aber leider auch nicht ich mal. Ey komm, ich habe auch schon voll viele Dias investiert. Ja, aber ich bin halt die Polizei, wenn ich jetzt hier solche Faxen mache, dann weiß ich nicht, ob mich die Leute noch ernst nehmen. Wer nimmt dich denn ernst? Als ob, ich war bei deren Berg. Die haben mich einfach gekillt. Ich habe nichts gemacht. Alter, oh, jetzt reicht's. Jetzt hole ich mir meinen TNT und spreng den Tower in die Luft. Alter, das geht ja mal gar nicht. Oh, der TNT-Tower fliegt jetzt in die Luft. Ich hab mich nicht mal gewehrt. Du meinst... Oh mein geben? Gott! Digga, scheiße! Och, Mann, weh, du so ein Opfer. So ein dummer Wichser, ich hasse ihn. Ja, dann spreng mal bitte den Schnabeltier-Tower einfach. Ja, da bin ich dabei. Ich will erst mein Zeug her, oder der Tower liegt in die Luft. Ich hab mir mein ganzes Stuff gesnackt. Digga, was will er denn jetzt? Wo sind die, Fabo? Hol mir mein Zeug wieder. Wo sind die? Bei der Polizei? Das ist aber echt tragisch, dass Perry jetzt leiden muss. Ich hab mein Schwert weggeschmissen. Wo ist mein Zeug? Digga, Hugo hat mein Schwert. Ich hab mein Schwert gedroppt. Digga, ich hab mein Schwert gedroppt. Er hat mein Schwert gedroppt. Digga, ich zünd jetzt den... Ja, spreng mal bitte ehrlich den Tower. Ja, ich spreng jetzt das Schnabeltier. Ich will mein Zeug wieder. Ich gebe ihm alles zurück. Lass mich bitte nur Veto... Was zeigen fürs Video? Ja, mit schweres Blick. Ja, Fabo, das kriegen wir auch noch erpresst. Ich hab das TNT noch in der Fresse vom Schnabeltier. Okay, ja, dann fliege ich hoch und aim die ganze Zeit mit einem Pfeil drauf. Noch nicht sprengen. Er will mir mein Zeug wiedergeben. Ja, du bist da oben. Gut. Ja, ich also, falls,
Hast du einen Flame-Pfeil? Ja, ja, ne? Ja. Also, falls irgendwas schief geht, einfach bam, ne? Aber ist ein bisschen viel TNT. Bist du sicher, dass kein anderer Shop kaputt geht? Nein, da passiert nichts. Auch Elytra und alles. Ich will alles wieder haben. Wenn was fehlt... Ich schieß direkt drauf. Ja, ja. Wenn er es versucht abzubauen, schießt du auch drauf, ja? Ja. Hier ist er. Wo? Er droppt mein Zeug. Er soll mein Schwert auch droppen, schreib dazu. L ist dein Schwert. Ja, L ist mein Schwert, ja. Soll man es trotzdem sprengen? Wenn du das machst, Fabo. Ja, meine Elytra, nice. Hose. Er baut's ab. Soll ich drücken? Schreib nochmal ein TNT, hat er übersehen. Schreib nochmal. Boah, ich könnte ihn instant killen. Das wär One-Hit, ehrlich. Sag dir, wenn du Hugo killen kannst, dann kommst du einfach runter und boxst auf ihn drauf. Der hat keinen Totem in der Hand. Was fehlt mir noch? Das hab ich alles. Fabo, ich hab alles. Ich hab sogar dein Schwert. Elytra hab ich. Er hat TNT entdeckt. Ja, wie low. Ja, und dann geben wir ihm hier die Wolle. Jetzt will ich wieder mein TNT. Gut. Fabo, willst du TNT? Jetzt hast du ihn. Er hat so viel Glück. Warum? Er hat so viel Glück. Wo bist du, Basti? Ich wurde einfach gekillt. Ich bin bei meinem Totem-Shop. Ich hole mir gerade einen Totem. Warte. Ich kann dir dein Schwert geben. L. Danke. So, ich glaube, jetzt ist aber wieder alles im grünen Bereich.